Herr Röttgen, guten Abend. Werden Sie sich warm anziehen? Guten Abend, Herr Kleber. Ja, ich glaube, wir müssen uns warm anziehen, aber wir müssen diesen Kampf aufnehmen. Den Kampf aufnehmen, bis zum 20. Januar 2017 Marionetten des US-Großkapitals und seiner demokratischen Regierung und jetzt Kampf gegen Trump. Denn es geht um das Grundsätzliche. Das Grundsätzliche? Die heutige Zeremonie hat eine ganz besondere Bedeutung. Denn heute wird nicht die Macht von einer Regierung zu einer anderen, einer Partei zu einer anderen weitergegeben. Heute wird die Macht von Washington, also der Politik, zurück an euch, das Volk, gegeben. Was wirklich zählt, ist nicht, welche Partei die Regierung kontrolliert, sondern dass das Volk die Regierung kontrolliert. Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das Volk wieder Herrscher über den Staat wurde. Und genau das ist, wovor die Systempolitiker Angst haben. Nun brauchen Sie ganz sicher Verbündete in Washington für diesen Kampf. Wie das US-Politmagazin Politico schreibt, fand im Mandarin Oriental Hotel in Washington hinter verschlossenen Türen ein dreitägiges Treffen statt. Unter den Teilnehmern waren etwa die Fraktionsvorsitzende der Demokraten Nancy Pelosi, Senatorin Elizabeth Warren und reiche Unterstützer der Demokraten wie George Soros. Die Teilnehmer des geheimen Treffens waren sich dem Bericht zufolge einig. Sie wollen Donald Trump bereits ab dem ersten Tag seiner Präsidentschaft den Krieg erklären. Donald Trump den Krieg erklären? So viel zum Demokratieverständnis deutscher Politiker, der demokratischen Opposition und dem internationalen Großkapital. Many of the protesters cloaked in black with their faces covered and then three vehicles set on fire.